Der Weco 4x4 als Kasten gibt es jetzt in einer, ich nenne es mal, Camping-Version mit Klaus Hühnerkopf-Ausbau und allem drum und dran. Hier ist Thomas Kran. Wie kommt der denn an? Allein die Folierung muss da schon gut ankommen, oder? Das ist jetzt hier mal als Messe, aber da können wir natürlich individuell nach Kundenwunsch direkt das, was der Kunde haben möchte, haben. Also neutral oder aber auch peppiger. Das ist dann ein Fahrzeug, was wirklich individuell gestaltet wird mit den Kunden. Ne? Allrad möglich? Allrad möglich, auf jeden Fall. Mhm. Also siehst du, also hier, der Iveco Daily ist ja im Bereich Kasten direkt verfügbar. Ab Iveco als Camper neu, das gab es vorher noch nicht, oder? Nein, das ist richtig. Das haben wir jetzt seit einem Jahr. Das heißt, wir als Iveco, als Fahrzeughersteller, wir bauen Ihnen das Auto sehr gerne. Und würden dann auch direkt den Innenausbau machen und mit Ihnen in Absprache dann als zweiten Step, je nachdem, welche Module reinkommen, in Verbindung mit dem Herrn Hühnerkopf, diese Sachen direkt für Sie produzieren lassen. Ja, der Klaus ist ja sehr einfach gestrickt unterwegs. Das Ganze muss schnell rein und raus und modular und so weiter und so fort. Das System hat er schon lange entwickelt. Hier ist es jetzt perfektioniert. Das ist ein Schwerlastauszug. Und wenn du mir mal kurz beschreibst, wie das funktioniert, wie kriegt man das Ding dann später rein ungefähr? Also, wir sehen hier zum Beispiel jetzt einfach mal, ich sag mal, Catering-Modul, was wir hier sehr gut zusammenklappen können. Und dann ist das auf Schienen gelagert. Das heißt, in diesem Beispiel kann man das sogar unters Bett nachher drunter schieben, sodass wir einfach im Bereich des Auszuges hier arbeiten und nachher platzsparend alles unterbringen zum Fahren. Das ist ein Schwerlastauszug. Was darf ich denn da dranhängen? Darf ich mich draufsetzen auf den Schwerlastauszug? Der ist so konzipiert, dass wir so die Kaffeemaschine und so weiter draufsetzen können, die ja in der Regel irgendwo um die 80 Kilo sogar mitbringen. Ne? Außenküche könnte man hier installieren quasi. Das ist jetzt alles offen. Ein Cerankochfeld könnte man reinmachen. Lithium- und Stromversorgung, wie geht ihr damit um? Ist das möglich? Gibt es auch Module? Ja, Sie können den Wagen mit verschiedenen Elektrikkomponenten bestellen. Dieses kleine Elektropaket wäre eine AGM-Batterie mit 130 Ampere-Stunden. Und das große Lithium-Ionen, das heißt eine Vorbereitung für PV-Anlage, für Klimaanlage und so weiter, wird direkt vom Werk aus dann mit eingebracht. Und dann hätten wir ungefähr 200 Ampere-Stunden Batterie, diese Lithium-Ionen. So, hier sieht man, da oben ist jetzt ein Max-Fan drin und das Coole ist dabei, dass das System basiert auf Schienen. Das heißt, es ist hochflexibel. Ja, genau. Das sind also zulässige Airpro-Schienen. Auch da haben wir die Abnahme für, dass wir also auch die Transportsicherungsmaßnahmen alle einhalten. Sie Sitze auch einbauen können, gell? Genau, genau. Die Sitze kommen aus dem Kleinbussegment. Auch das ist alles abgenommen. Sie haben also hier den Vorteil, dass wir da wirklich alles schon geprüft haben. Können das befestigen, ganz normale Ladungssicherung. Sämtliche Möbel, die Sie selber gestalten oder auch mit einem Klaus Hühnerkopf zusammen, werden darauf befestigt. Das sieht man hier. Tank ist wo jetzt in dem Fall? Wenn ich einen hätte? Ein Wassertank? Also der Wassertank, wenn Sie zum Beispiel ein Wassermodul haben wollen, wird das mit auf der linken Seite integriert. Sprich auf der linken Seite in dieser, sage ich jetzt mal, Holzkiste, wo auch vorne im vorderen Bereich die Elektrik ist, im hinteren Bereich die Wassertechnik. Ja, ich habe viel Wert auf guten Schlaf gelegt. Ein Riesenbett ist hier mit drin. Wie wird das denn gebaut, das Bett, ungefähr? Also zieht man das raus oder kann man das mal kurz demonstrieren? Ja, aber sehr gerne. Jetzt müssten wir einmal... Auf die andere Seite? Ich komme auf die andere Seite. Das wird das mal gerade sehen. Sekunde bitte. Wir zeigen euch mal, wie das Bett geht, genau, wenn ihr das mal sehen das wollt. Ja. Eigentlich der super Clou. Wir haben hier ein Modulbett. Auch von der Firma Klaus Hühnerkopf. Ey, krass ist ja die Stehhöhe. Du kannst drin stehen hier im Auto. Wir haben hier 1,90 Meter. Wir können natürlich auch höher bauen mit einem H2-Dach. Das heißt, wir haben dann eine Höhe von 2,10 Meter hier drin. Gut, so, okay. Dieses Modul, wir haben im Endeffekt drei Grundmodule hier drin, die auf Schienen gelagert sind. Die Schienen können Sie in der Höhe verstellen, in der Airline-Schiene. Und wenn Sie dieses Bett ausbauen wollen, weil zum Beispiel ein Motorrad oder sonstiges hier rein soll, sind hier drunter Dämpfer verbaut. Das heißt, Sie drücken die zusammen, nehmen das Modul raus. Hinten reingelegt. Können das aufrecht legen, hinten reinlegen, wie auch immer. Das Bettmaß, wie ungefähr? Das Bettmaß ist 2 Meter mal 1,76 Meter grob. 2 Meter mal 1,76 Meter, das ist ja Wahnsinn. Das also ist ein Doppelbett. Das mal simuliert. Ein bisschen simuliert. Wir starten ja hier. Hier kann man sehr, sehr gut auch als große Person drin schlafen. Es geht ja darum, Leute, die zum Beispiel schwere Maschinen dabei haben, Crossmaschinen, auch in Verbindung mit dem Allrad. Ich komme überall hin. Der Allrad, vielleicht mal ein Wort darüber, ein Extremallrad. Drei Sperren mit drin, die Militärversion, Unterfahrschutz. Also das Ding ist unkaputtbar eigentlich im Gelände, oder? Wird, ich sag mal, der Grund
des Allradfahrzeuges ist wirklich, dass er aus der Defense rauskommt, sprich Militärbereich. Daher ist er wirklich, ich sage jetzt mal nicht der klassische Allrad, sondern für Offroad Möglichkeiten sehr gut geeignet. Ja. Er ist sehr gut geeignet. Also das Ding geht die Wand hoch. Ja. Also es ist wirklich also so. Wenn selbst das Militär damit zurechtkommt, wird dann das. Passt das. Ja, ja dann auch die Sitze finde ich natürlich sensationell. Die kann man leicht rein und raus machen. Man kann sie einzeln rein und raus machen, weil sie so leicht sind. Das ist ja oft das Problem bei Sitzbänken. Die kriegst du allein gar nicht raus. Genau. Das geht hier, gell? Ja, das geht hier ohne Probleme. Wir sind in der Lage, bis maximal 3 Sitze von der Zulassung einzubauen. Viele kennen ihn wirklich, diese Sitze aus dem Busbereich, wie ich eben schon sagte. Ne? Aus dem Reisebus. Genau, Reisebus sind also auch sehr bequem, haben alle ihren Dreipunktgurt drin. So, dann gibt es einen Boden, der ist auch isoliert. Das ist alles gut gemacht, muss ich sagen. Hier Alu mit allen drum und dran. Wie ist denn die Reaktion auf der Messe auf das Auto? Also der Individualbauer, der den Wagen auch wirklich flexibel einsetzen möchte, ist begeistert, weil wirklich fast alle Wünsche erfüllt werden können. Das Coole ist, dass das auch im gewerblichen Bereich seine Freunde finden wird. Das heißt also, das Fahrzeug kann zum Beispiel für einen Handwerker genutzt werden die Woche über und er kann auch damit wegfahren. Absolut korrekt. Wir haben in der Klassifizierung hier ein N1-Fahrzeug, also ein Nutzfahrzeug, was ich sag mal komplett firmentauglich auch ist. Siehst du, überall Airline-Schienen und die sind fest verbunden mit dem Rahmen, also mit der Karosserie. Ja, das heißt, die können auch belastet werden. Ja, die können belastet werden. Auch das ist alles schon abgenommen. Also Hängematte zum Beispiel, Festzonen von Motorrädern, all das geht? Das geht alles, ja. Also kein Spielzeug? Nein, kein Spielzeug, wirklich. Rappeln und Klappern, was ist denn damit? Ist das getestet? Ist das leise, das Fahrzeug? Ja, natürlich ist das leise. Sie können jetzt, wenn Sie wirklich auf hohen Komfort Wert legen, auch noch zusätzlich ein Dämmpaket mit reinnehmen. Okay. Das kann man machen. Also, gespannt bin ich natürlich auf den 4x4, denn da könnt ihr in letzter Zeit nicht so gut liefern, muss man sagen. Die sind so handverlesen. Ist der hier denn lieferbar? Der aktuelle Allrad ist momentan, ich sag schon mit einer Laufzeit von einem Jahr, leider momentan lieferbar, weil die Nachfrage sehr, sehr hoch ist. Ein Jahr plus, können wir uns vielleicht darauf einigen, denn ich habe einen und ich krieg noch einen. Und es gibt aber eine alte Regel, wenn man nie bestellt, kriegt man nie einen, richtig? Das stimmt, das stimmt. Ist so, ja. Also wir selbst fahren ja einen Concorde 791 RL auf 4x4 Basis, bekommen jetzt demnächst noch einen aus Spanien und das Ganze werden wir dann mal zeigen am Stand von Iveco. Nachfrage riesengroß, aber die Beschriftung muss ich auch sagen, da habt ihr euch echt was einfallen lassen. Aloha. Und normalerweise ist nämlich der Kasten ein bisschen unförmig und ihr habt ihm so eine Beschriftung verpasst, dass er sieht unglaublich dynamisch aus, also gar nicht mehr wie der Iveco-Kasten, ja, den also die meisten Transportfahrer, also DHL-Fahrer oder man sieht ganz viele polnische Fahrzeuge damit, die Langstrecke machen. Ja. Das Ding ist ja für Langstrecke gebaut, oder? Definitiv für Langstrecke. Man sieht den ja auch sehr, sehr häufig im Straßenverkehr, für Fernstrecke auch, weil wir halt die Möglichkeiten haben, sämtliche Volumen fast darzustellen, aber auch von der Anhängekraft. Wir haben 3,5 Tonnen, da sind wir schon recht selten. Und was ganz viele Kunden mittlerweile sich wünschen, ist dieser besagte 3-Liter-Motor, der unheimlich hohes Drehmoment hat, 470 Newtonmeter schafft der. Das ist in allen Segmenten sehr gefragt. Ja, nicht nur das, sondern auch 8-Gang-Wandler-Automatik von ZF, genau. Macht das Ganze PKW-mäßig. Also es gibt eigentlich kaum eine Alternative. Und mein Tipp ist, kauft das Dämmpaket, denn der Motor ist kernig und in Verbindung mit dem Dämmpaket natürlich nochmal ein gutes Stückchen leiser. Vielen Dank, wir sind auf dem Caravan-Salon 2023. Du könntest mir einen kleinen Gefallen machen, wenn du die Tür mal ein bisschen anlehnst. Dann kann ich ihn nochmal von der Seite zeigen. Diese hier, guck mal hier, hinten die Tür. Das ist ganz lieb. Mal ein bisschen zumachen noch und dann sieht man ihn. Er heißt nämlich Daily Switch. Da ist er komplett mit drin und wir schauen mal ganz kurz auf das Datenblatt hier mit drauf. Da ist er mit Luftfederung auch noch mit drin. Also Air Switch und Full LED. Also eine schöne Ausstattung hier auf der Messe, dem Caravan Salon 2023. Und hier steht er. Das sind die Spezifikationen für Freunde des Standbildes. Könnt ihr jetzt ein Standbild machen und hier habt ihr nochmal einen Link zu den ganzen Modellen. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television, drückt auf die Abo-Taste. Ciao.